Also überraschen eigentlich selten, aber weil viele fragen mich immer wieder, ja, wie ist es denn, wenn man Tote sieht oder wenn man Verstorbene sieht? Und ich sage immer so, ja, ich weiß ja gar nicht, wie es ist, wenn man sie nicht sieht. Also von dem her überrascht es mich auch nicht groß. Aber ich hatte jetzt gerade kurz so ein Erlebnis, da war ich mit meiner Freundin in Basel einkaufen und ich habe die ganze Zeit gespürt, ich müsste die Auto, ich hatte riesen Hunger und wir wollten irgendwo essen gehen und ich habe immer gespürt, ich müsste jetzt eigentlich die Autobahn runter und einfach so ein komisches Gefühl gehabt und das kam immer wieder und dann habe ich es nicht gemacht und da sind wir 2 Stunden im Stau gestanden und so. Also da hat es mich dann überrascht, dass ich nicht darauf vertraut habe. Eine wirkliche Erklärung habe ich nicht, aber ich sehe es auch weniger als Gabe, sondern mehr als Talent. Ich sage immer so, das hat eigentlich auch jeder in sich drin. Jeder hat so dieses Bauchgefühl. Ich habe einfach auch gelernt oder sehr früh gemerkt und vor allem dann auch trainiert, auf dieses Bauchgefühl oder auf diese Gefühle und Bilder einfach zu hören. Ja, das war mega spannend, weil Enjoy This Life, also der Online-Kurs dazu, der war mega spontan. Und ich war eigentlich früher, obschon ich eben jüngere Generation bin, aber ich war ein richtiger Gegner eigentlich von diesen ganzen Online-Kursen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, was will man den Menschen beibringen? Und ehrlich gesagt hat mich dann der Pablo Süterlin, der beim Enjoy This Life Team mitarbeitet, fast ein bisschen überredet oder einfach gesagt, okay Pascal, komm, wir probieren es mal aus, einen Kurs zu machen, diesen 30-Tage-Kurs und wenn es den Menschen hilft, dann machen wir weiter und sonst war es das. Und die größte Überraschung war da, dass wirklich so viele Menschen geschrieben haben, dass es ihnen geholfen hat und dass es super war. Und ja, deswegen haben wir da dann, habe ich gesagt, okay, da müssen wir weitermachen und da kam dann das Buch. Da gibt es 2 Sachen. Erstens mal eben, ich habe oft Jenseitskontakte gemacht und habe aber oft auch immer wieder gemerkt, dass die Menschen, die gestorben sind, vorher oft einfach kein Leben hatten. Also, dass wir viel zu wenig Spaß im Leben gehabt haben und das Leben immer viel zu ernst genommen haben oder Dinge einfach verschoben haben. Und ich habe das auch selber gemerkt, im 2014 konnte ich von einem Tag auf den anderen nicht mehr laufen, musste dann ins Krankenhaus und der Arzt hat mir dort gesagt, ja, du hast noch 2 Stunden zu leben. So. Und es war eigentlich so für mich die schlimmste Zeit irgendwie so. Und ich wusste dann nicht, wie weiter und habe dann aber zum Glück diese 2 Stunden überlebt, konnte dann aber lange immer noch nicht laufen. Und habe dann angefangen im Krankenhaus mich einfach aufs Wesentliche zu konzentrieren, was mich glücklich macht und so. Und so ist eigentlich diese Methode Enjoy This Life entstanden. Bei Enjoy This Life geht es auch darum, dass du eigentlich alles ganz einfach in deinen Alltag integrieren kannst. Egal ob du jung bist, ob du älter bist, ob du Geld hast oder kein Geld hast, ist alles mega simpel. Und das habe ich angefangen im Krankenhaus und habe so dann auch gemerkt, wie die Lebensfreude wieder zurückkam, ich vor allem wieder laufen gelernt habe und ich auch ganz gesund geworden bin und das wollte ich auf jeden Fall den Menschen weitergeben mit Enjoy This Life. Also so ganz nahe Verwandte, die kommen eigentlich nie und wollen Jenseitskontakte haben. Das ist mega spannend, ist aber auch gut so, weil ich werde da zu fest befangen. So, wenn es um Aura-Readings geht, also mehr so zu spüren, so auch so ein bisschen vielleicht Muster zu spüren oder so, wenn es in so in Richtung Coaching geht, bin ich ganz ehrlich, mache ich das in der Familie überhaupt nicht gern und bei Freunden auch nicht, weil auch wenn die wissen, dass ich oft recht habe oder viel rausspüre, das führt immer zu Konflikten. Also so in der Familie ist es, na, ich mache es nicht gern, es ist immer schwierig. Ja, also neuen Bundesländer war ich letztes Jahr in Magdeburg und es war für mich ein ganz krasser Unterschied zur Schweiz. Die Schweizer kannten mich natürlich auch schon
Und ich mache immer sehr viel mit Humor oder probiere auch mit Spaß und Freude, auch manchmal ein bisschen mit Sprüchen, quasi das Publikum ein bisschen aufzulockern und auf das Thema vorzubereiten. Und das hat in Magdeburg gar nicht funktioniert, hat niemand gelacht. Und es war ganz schlimm, der Veranstalter hat mich angesagt, wollte auch zwei, drei Sprüche machen und niemand hat gelacht. Und hat gesagt, viel Spaß, und es war schlimm. Es war wirklich schlimm für mich, weil ich das noch nie hatte in über 10 Jahren, dass die Leute einfach nicht gelacht haben. Und dann am Schluss beim Buchsignieren kamen aber die Leute an und haben gesagt, das hat mich so berührt. Es war so schön, und ich habe echt so das Gefühl gehabt, die verarschen mich. Also ich habe so gedacht, ich bin bei versteckter Kamera und die Menschen verarschen mich. Und 2 Wochen später war ich dann eingeladen nach Dresden. Und da habe ich so gedacht, wow, Dresden ist ja wieder in den neuen Bundesländer. Ich möchte da ehrlich gesagt gar nicht hingehen. Und Dresden war dann super. Also ich glaube nicht, dass es an den neuen Bundesländern liegt. Vielleicht einfach auch so, ja, mir wurde dann natürlich auch erklärt, dass die Menschen einfach auch nicht gewohnt sind, ihre Emotionen so zu zeigen und so. Aber es war für mich wirklich hart.